So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Rebirth. Letztes Mal haben wir einen Run mit Azazel, Azazel, ich habe keine Ahnung, wie der Name geht, verdammt, gemacht und waren erfolgreich gegen Satan. Heute machen wir mal eigentlich immer noch keinen Run mit Eve und machen stattdessen einen Run mit Eden. Ich habe vergessen, im letzten Run den Seed zu zeigen. Sollte noch passieren, denn dieser Run, den mache ich jetzt gerade direkt im Anschluss, den sollte ich noch irgendwie raussuchen können, habe ich vergessen zu zeigen. Ich zeige den hier jetzt euch. Bitteschön. Wir haben Mutters BH und den Technology 1 Laser, glaube ich, und gehen jetzt in den Goldraum. Und finden 10 Bomben. Ah, nee, gar nicht. Wir finden Mr. Boom. Na, das gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Aber halten wir doch lieber den BH, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gefallen mir unsere Item nicht wirklich. Die finde ich jetzt eher weniger gut. Naja, was soll's. Wir sprengen mal das hier frei. Ach ja, was ich im... Habe ich das jetzt schon erwähnt? Nein, ich glaube nicht. Was ich im am Ende des letzten Parts erwähnt habe, es gab vor einiger Zeit, was heißt vor einiger Zeit, vor einigen Parts, ich glaube mal ein paar kleinere Tonaussetzer oder Tonstörungen, wie auch immer ich das nennen soll, für diejenigen, die sie aufgefallen sind. Wenn sie euch nicht aufgefallen sind, dann, keine Ahnung, habe ich Glück gehabt. Auf jeden Fall sollten die jetzt nicht mehr vorkommen, ich habe die Ursache dafür gefunden. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich sagen wollte. Bitte explodiere. Danke. Aha, okay, du gehst hier lang. Wir gehen zum Boss. Headless Horseman. Geh weg. Nein. Das ist ganz schön gemein, dass du als erster Gegner kommst. Aber wir kriegen ein Pony. Das dritte aktive Item schon. Was auf der ersten Ebene. Aber wir können fliegen. Das ist gut. Und wir haben extrem wenig Leben, sehe ich gerade. Das ist schlecht. Wir gehen mal in den Shop. Können dort nichts wirklich kaufen. Wir nehmen aus Prinzip das mit, weil könnten wir vielleicht gebrauchen. Und sprengen uns jetzt in den Geheimraum. 3 Pillen. Balls of Steel. Full Health. Und... Range Up. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Ich hätte jetzt übrigens gerne noch zusätzlich Technology 2. Das wäre awesome. Wir gehen in die nächste Ebene. Ich bin mal gespannt, ob dieser Run mit Eden genauso gut verläuft wie der letzte. Ich bezweifle es gerade so ein bisschen, weil unsere Items sind, naja, nicht schlecht, aber... nichts Besonderes, sagen wir es so. Wobei der Laser ist eigentlich schon cool. Da kann man nichts gegen sagen. Außer bei sowas. Da nicht. Oh, wir treffen sogar von hier. Oder auch nicht. Hallo? Möchte ich gerne treffen. Geht doch. Auch das hat getroffen. Ist hier irgendwo noch ein blauer Stein? Nee, scheinbar nicht. Und was haben wir hier? Hallo. Das ist einfach nur ein Riesenraum mit den Viechern hier drin. Das ist angenehm. Oh, ein Goldraum. Da möchte ich rein. Bitte gib mir ein schönes Item. Ein oh, Schlüssel. Ein schönes Item für mich. Das ist ein schönes Item. Damage Upgrade. Oh ja. Wir haben riesige Augen jetzt. Und jede Menge Geld. Und da ist der Shop. Was für ein Zufall. Wir können dieses komische Erdbeben-Item wieder kaufen. Möchte ich aber nicht. Stattdessen nehme ich das mit und bin glücklich. Was bist du denn? Ich glaube, zu spät. Du bist leider gestorben. Ich glaube, wir kriegen jetzt inzwischen doch schon die etwas fortgeschritteneren Feinde, sage ich mal.
Ich habe da nichts gegen. Oh, Tammy's Head. Und wir haben die Parasiten freigeschaltet. Ach, ich weiß nicht. Das an sich ist das ja cool mit den Laserstrahlen. Aber lohnt sich das? Dafür das Fliegen-Item liegen zu lassen? Also das Pony? Ach, ich weiß nicht. Gehen wir erstmal zum Monstro und gucken, was Monstro so drauf hat. Aua. Das war nicht nett, Monstro. Unser Schaden ist gut. Und wir kriegen, ist das ein Damage Upgrade? Damage und Range Up, sehr schön. Und wir kriegen so eine komische Kapuze. Wenn ich die mitnehme, habe ich keine Leben mehr. Hatte Eden schon immer so eine Frisur? Moment mal. Edens Frisur sah doch anders aus mal, oder? Ich weiß nicht, was dieses Item macht. Deswegen lasse ich es liegen. Und ich weiß nicht, ob ich Tammy's Head unbedingt mitnehmen möchte. Ne, da ist mir Fliegen lieber. Dann kann ich auch ein paar Sachen erkunden und über Steine rüberfliegen. Und kurz chargen kann ich dann auch. Und ich bin schneller. Nächste Ebene. Bestimmt stellt sich bald als Fehler raus, dass ich das Item liegen gelassen habe. Aber das ist dann Pech. Caves 1. So. Es ist ein bisschen schwierig mit dem Laser zu treffen, habe ich das Gefühl. Ah, okay, ich muss immer noch in die jeweilige Richtung. Moment. Ist das Pferd immer noch verbuggt? Weiß ich nicht. Oh, die schwarze Kerze. Und noch ein gutes Item. Ach, das Spiel macht es mir wieder schwer. Ich brauche eigentlich 30 Münzen. Ja, das ist schon mal besser. Oh ja, das ist viel besser. Viel, viel besser. Bei dem Damage-Output, den wir jetzt haben, ist das eigentlich schon wieder... Warum treffe ich den nicht? Geht doch. Komisch. Oh, noch mehr Power für uns. Das läuft gut, das läuft gut. Gördi. So, der weg. Der weg. Und das auch. Ach, der beschwört nur Gegner. Okay. Wir haben gewonnen. Also zumindest gegen den Boss. Jetzt nicht insgesamt gewonnen, das wäre etwas zu früh gesagt. Dafür haben wir auch zu wenig Leben. Aber das ist kein Problem. Und wir kriegen Geld. Genau das, was ich haben wollte. Allerdings nicht viel. Noch keinen Satansraum. Mano. Oh ja, oh ja. Okay, oh nee, oh nee. Der Schaden ist doch nicht so hoch, wie ich dachte. Ich brauche noch unbedingt ein Damage Upgrade. Wie wäre es mit dem Brimstone? Das wäre doch toll. Oder Kisten. Oh, mein Damage ist schon nicht schlecht. So. Du auch noch weg. Ach, da lebt noch einer. Komm hoch. Sehr gut. Das war gut. Wir sind eigentlich fertig mit der Ebene. Praktisch gesehen. Können hier nochmal kurze Kiste und kriegen noch mehr Geld. Oh, jetzt brauche ich eigentlich nur noch 7 Münzen. Oh. Fertig mit der Ebene. Ja, aber war noch nicht im Goldraum. Nein, nein. Sad Bombs. Ach ja, genau. Jetzt weiß ich es, glaube ich. Diese Bombe, oder diese Bomben sorgen jetzt dafür, dass wir Tränen, also dass Tränen aus den Bomben herauskommen. Das ist cool. Seelenherz, hat sich gelohnt. Super Treubombe. Schnell raus. Wir können nochmal kurz nach dem Geheimraum schauen. Der ist bestimmt nicht da. Wow. Häufchen, bitte gib Geld. Bitte gib Geld. Ja, das ist, reicht sogar, glaube ich. Oh ja, es reicht ganz genau. Ich würde mal sagen, wir kaufen jetzt beide Items. Einmal das. Das war was anderes, als ich dachte.
Curse Immunity und Evil Up. Das war ein anderes Item, als ich dachte. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass es irgendwie die Möglichkeit, zwei Trinkets zu tragen, war es allerdings nicht. Ist okay. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das Trinket-Item ist. Ich habe mich verschätzt. Oh nein, ich habe mich verschätzt. Caves 2. Wir haben immer noch die Devil-Karte. Sehr gut, sehr gut. Selber schuld. Eieiei. Okay, Chubb hält für meinen Geschmack viel zu viel aus. Und ich glaube, wir kriegen jetzt wieder Geld, wenn wir getroffen werden. Ich hätte die Devil-Karte einsetzen können, wollte ich aber nicht. Piep. Hi, Piep. Bleib bitte da hinten, okay? Ich bin beinahe in seinen Schuss reingelaufen. Tja, selber schuld. Mano, nicht reinlaufen. Bin aber auch ein Künstler, oder? Voice of Steel, sehr schön. Und wir gehen raus. Hilfe, so viele Gegner. Eigentlich gar nicht. Noch kein sonderlich schwerer Raum. Ich habe nur die Spinnen wieder gestresst. Was bist du? Luck up. Haben wir eigentlich schon irgendeine schlechte Pille bekommen bis jetzt? Ich glaube nicht. Kann es sein, dass Eden stärker wird oder anders wird, wenn man häufiger mit ihm gewinnt? Muss ja so sein, weil sonst würde sich das Aussehen nicht erklären. Wow, das war der lahmste Charge, den ich je gesehen habe. Also wirklich, das war nicht sonderlich beeindruckend. Oh, Geld, Geld, Geld und Goldraum. Mhm. Mom's Pad. Das brauchen wir nicht wirklich. Ja. Wir behalten das hier, das ist besser. Und gehen jetzt mal ein bisschen die Ebene erkunden. Wir müssen die ganz weit springen können. Wenn ja, bitte geht schnell weg. Na, scheinbar nicht. Noch mehr Lack ab. Und eine Bombe. Und Herzen. Und Spinnen. Böse Spinnen an der Wand. Ich treffe manchmal nicht. Das ist irgendwie komisch. Oh. Ganz viel Geld. Hier schon wieder. Ich mag diese Viecher nicht. Wobei mit dem Laser ist es eigentlich total einfach. Der geht durch den gesamten Raum. Ja, überhaupt kein Problem. Nochmal Luck up. Wie viel Luck ups ich nicht kriege. The Habit, ich möchte The Habit haben. Wo kann ich sogar kaufen? Oh, so schnell geht das. Da verbunden ist man erst enttäuscht, dass man The Habit sieht und kann es nicht kaufen und stellt dann glücklicherweise fest, dass es im Angebot ist. Das ist was Besonderes. Bombe. Jetzt brauchen wir nur noch ein Item, was wir mit der Habit nutzen können. Bis wir das gefunden haben, dürfte einige Zeit vergehen. Oh, diese Tränen. Ich denke immer, das sind feindliche Tränen. Oder sind das meine eigenen? Beziehungsweise quasi meine eigenen. Speed up. Das läuft gut. Das läuft erstaunlich, erstaunlich gut. Hallo? Ich verstehe nur manchmal nicht, warum der nicht trifft. Hey Chubb, ich habe dich gerade schon mal bekämpft, weißt du? Das war nicht spannend. Tschüss Chubb. Oh, der Engelsraum. Mit drei Seelenherzen. Na gut. Fand ich jetzt nicht so ergiebig. Ich hätte mich über ein besseres Item schon gefreut.
So ein bisschen. Vielleicht. Unter Umständen. Naja. Man kann ja nicht immer alle Items kriegen, die man haben möchte. Wobei, da hinten waren wir noch nicht. Da könnte auch noch was sein. Im Goldraum waren wir schon. Und da scheint noch eine Bombe rumzuliegen, die ich nicht aufgesammelt habe. Jo, wieso vergesse ich die immer? Weil du doof bist. Ja, weiß ich. Macht aber nichts. Das ist keine Entschuldigung dafür, dass ich die Items liegen lasse. Hier kann kein Geheimraum sein. Da auch nicht. Oh. Ich wäre jetzt einfach stumpf in die Stacheln reingelaufen, wenn ich das Pferdchen nicht gehabt hätte. Moment, hier könnte der Geheimraum sein. Ja, ja, ja. Mit Geld. Wir könnten ein bisschen Geld wieder spenden, theoretisch. Obwohl, nee. Nee, 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 nee. Heute nicht. Nö. Heute nicht. Wir gehen einfach schnurstracks in die nächste Ebene. Müsst ihr nicht eigentlich verschwinden? Nö. Okay. Die Tiefen 1. Dann gucken wir mal hier rein. Das ist der Kampfraum. Will ich nicht sein. Hi. Na, geh weg. Oh, ein. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt. Ein Regenbogenhäufchen und wir haben es kaputt gemacht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es macht. Ich habe bis jetzt auch nirgendwo mal nachgeschaut, was die ganzen Items machen, von denen ich keine Ahnung habe, was sie tun. Keine Ahnung, wieso. Ich dachte, es wäre spannender, das vielleicht nicht zu tun. Wenn ich mich hier hinstelle, kannst du mich nicht treffen. So, und du hast verloren, würde ich sagen. So, jetzt kann ich in aller Ruhe die Häufchen kaputt machen. Und habe gewonnen für diesen Raum. Und nehme das auch noch mit. Wir haben eigentlich schon eine ziemlich gute Item-Kombination, muss man mal so feststellen. Nein, 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 nein. Der ist weg. Sehr gut. Was ist hier drin? Bomben. Ich brauche keine Bomben. Oh, was ist das denn? Taurus. Speeddown plus Rage is building. Noch mehr Speeddown. Aber wenn sie meinen. Ja, bei dem Gegner ist unser Laser natürlich auch von Vorteil. Ist das jetzt das Item, was wie das Bloodlust-Item von früher funktioniert? Ui, dich, euch habe ich ganz vergessen. Range up. Schön, schön, schön. Wir haben keinen Schlüssel dafür. Das ist ärgerlich. Vielleicht finden wir noch einen. Ich bezweifle es zwar gerade so ein bisschen, aber vielleicht haben wir Glück. Wir haben so viel Luck-Ups bekommen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Da ist wieder nichts. Was bist du denn? Ach nee, Greed. Mini-Greed. Derjenige, der mein Geld haben will. Vergiss es. Geh weg. Monstro 2. Geh weg. Ich will dich auch nicht sehen. Was passiert? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich war auch einmal unverwundbar. Okay. Noch mehr Tiers ab. Der Laser wird immer schneller. Ein enges Raum mit Flight und HP ab. Oh, jetzt können wir das Pferdchen weglegen. Jetzt können wir fliegen. Jetzt können wir fliegen. Jetzt müssen wir es eigentlich weglegen, aber dann sind wir unglaublich langsam. Ah, das wird schwierig. Schwierige Entscheidung jetzt.
Weil das Pferdchen macht uns gerade schon ein bisschen schneller. Er schreckt mich jedes Mal. Okay, wir können es, glaube ich, in den Shop sprengen. Scheinbar. Ja, und? Die Bibel. Oh. Oh, das ist... Wir können die Bibel kaufen. Ich kaufe die Bibel. Hat einen Grund. Ich hoffe, ich kriege das hin. Und deswegen gehe ich jetzt auch in die nächste Ebene. Das andere Item wäre vielleicht sinnvoller gewesen, aber ich nehme die Bibel erstmal mit. Und hoffe, dass ich dann schnell den Bossraum finde auf der nächsten Ebene. Das wäre wirklich, wirklich, wirklich gut. So, natürlich, es geht in jede Richtung. Ich bin so froh, dass wir fliegen können. Geht alle weg. Erst will die Kleinen loswerden, danach den Großen. Okay, da sind wir schon mal falsch. Wir haben die Teufelskarte, die dürfen sie nicht vergessen. Hier setze ich zum Beispiel ein. Das war wieder viel zu knapp für meinen Geschmack. Ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht verschwendet. Hahaha, ihr könnt... Wow. Ihr könnt mir gar nichts. Chubs. Okay, hier sind überall Chubs. Geht weg. Auf dem Raum sind die überhaupt nicht gefährlich für uns. Das ist das Gute. Okay, der ist weg. Ich werde jetzt einfach random unverwundbar, wenn ich dieses Item habe. Das ist lustig. Das ist lustig. Oh Gott. Haha. Alles, was springt, ist gefährlich für mich. Nein. Puh. Oh Junge, wir können es schaffen. Und wir gehen zu Mom. Bitte, 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 bitte. Yes! Wir haben Dark Boy bekommen. HP, Stem Cells, HP ab. Und wir können wieder in diesen Irrsinnsraum da oben. Wir gehen aber erstmal hier rein. Kriegen Dimitri. Hoffentlich ist der Raum noch da. Wenn er nicht da ist, dann ärgere ich mich zu Tode. Er ist zu. Verdammt! Ah! Na gut, wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben ein No-Damage-Achievement erhalten. Ich bin super glücklich darüber. Müsste theoretisch auch gleich E freigeschaltet haben oder so. Nee, scheinbar nicht. Vielleicht nach der Ebene. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht kriegen wir gleich Eve. Vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Soweit ich weiß, war die Bedingung für Eve, dass man zwei Ebenen lang kein Herz aufsammelt. Und das haben wir, glaube ich, nicht getan. Meine ich. Außer ich habe es natürlich vergessen. Kann ja passieren. Das habe ich nicht aufgesammelt, das habe ich nur freigeschaltet, das Herz. Also das kann mir jetzt nicht erzählen, dass das erzählt. Ich möchte eigentlich euch da weg haben. So. Kommt hoch. Und du auch. Sehr schön. Ich bin gerade überglücklich darüber, dass ich schon wieder ein No-Damage-Achievement erhalten habe. Hier liegen zwei Herzen rum, die ich nicht einsammeln kann. So, auch das ist kein Problem. Hier ist Fleisch, was eigentlich auch kein sonderlich starker Gegner mehr ist für uns ist. Ich habe am Anfang gesagt, boah, die Items von Eden sind ja diesmal nicht so toll. Ja. Der Todeslaser. Der Bruder vom Todesstern. Ich bin der Laser vom Todesstern, so kann man es sagen. Eindeutig, bei dem Schaden, den ich verursache.
Wir sind tatsächlich ziemlich unbeschadet durch die ganzen Ebenen gekommen. Ich bin erstaunt. Oh, ein Health Down. Das ist natürlich jetzt böse. Weil wir so wenig rote Herzen nur haben. Ah, da ist ja noch einer. Guck, guck. Geht alle weg. Ich darf jetzt auch kein Seelenherz aufsammeln. Das ist natürlich blöd. Aber ich möchte I freischalten. Irgendwo ist noch einer. Da. Oder ich werde einfach wieder random unverwundbar. Beste Item ever. Wo ist denn der Bossraum? Wieso ist die Ebene so riesig? Warum liegen hier 3000 Pillen rum? Tier ist ab. Tier ist down. Ach, schade. Was ist die? Nein! Oh, zählt das jetzt als... Ah, das wäre doof, wenn das jetzt als aufgehobenes Herz zählt. Wow, man merkt es tatsächlich, dass das Tier es abwürgt. Das ist unglaublich. Cool. Hey. Nicht einfach hinter mir auftauchen. Man greift nicht von hinten an. Ist das klar? Die Tränen sind auch riesig. Na gut. Auf zum Boss. Conquest. Hi. Oh oh. Natürlich. Natürlich trifft er uns, wenn wir so gerade im... Ja, hast du davon. Hier. Geh weg. Aber wir kriegen das weiße Pony. Das können wir sogar mitnehmen. Bibel brauchen wir nicht mehr. Das Sacred Heart. Homing Shots und Damage Upgrade. Wobei, das setzt unsere Tierrate, glaube ich, etwas runter. Oder sie ist so hoch, dass sie inzwischen aus dem Bildschirm verschwunden ist. Und ich weiß auch nicht, wie Homing Shots sich mit dem Laser verhält. Scheinbar gar nicht. Nächste Ebene. Ja, endlich. Wir haben endlich I freigeschaltet. Wurde auch Zeit. So, ich bin mal gespannt. Okay, der Laser wirkt doch zusammen. Jetzt haben wir einen super starken Laser, der unsere Feinde verfolgt. Ist das nicht cool? Und wir können immer noch fliegen. Das wird ein sehr interessanter Run noch werden, glaube ich. Hey, hier bleiben. Ich brauche schon wieder nicht mehr zielen, das ist cool. Ich würde schon fast behaupten, das ist zu einfach, aber es wäre ja gelogen. Range Up, ich hätte gern ein Tiers Up wieder. Und wir gehen zu Mom's Heart. Eden versus Mom's Heart. Gott, machen wir viel Schaden. Na, ich bin nicht Isaac, tut mir leid. Die Musik war interessant. So, wir gehen mal hier hin. Oh mein Gott. Soll es wirklich sein? Wir haben das Blue Baby freigeschaltet. Ich habe es gerade schon gesehen, ihr wahrscheinlich noch nicht. Ich habe nämlich die Steam-Einblendung erhalten, die ihr wahrscheinlich nicht seht. Beziehungsweise habe ich bis jetzt auch in keinem meiner Videos gesehen, dass ihr die sehen solltet. Wow, das wird witzig werden. Das wird richtig lustig werden. Und ich habe noch nie gegen Isaac gekämpft in dem Spiel. Also in dem hier, im letzten Isaac schon, aber in dem noch nie. Wollen wir mal schauen. Bei unserem Schaden sollte es aber tatsächlich funktionieren. Außer wir haben natürlich unglaublich Pech. Tier ist ab. Ja, genau das brauchen wir. Genau das wird unseren Schaden noch für die letzten paar Sekunden ziemlich erhöhen. Oh ja. Oh ja, machen wir gut viel Schaden.
Schaut euch den Schaden an. Schaut es euch an. Unglaublich. Ich wäre mit dem Schaden zwar lieber zu Satan gegangen, aber ich sag nicht nein. Hey, hör auf damit. Auf zu Isaac. Eden versus Isaac. Weißt du was, Isaac? Du hast keine Chance. Ich habe noch nie... Wow, 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 wow. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ich habe trotzdem gewonnen. Kommen wir zurück. Ich bin unverwundbar, du hast keine Chance. Was ist das für ein komischer Kampf? Haha. Aua. Ich habe trotzdem gewonnen. Autsch. Wir haben tatsächlich gewonnen. Haha. Tja, und jetzt würde ich sagen, erkunden wir nochmal die Ebene. Wir sind einfach übelst OP im Moment. Aber der Kampf gegen Isaac ist krass, das muss man allerdings sagen. Also wenn ich den normal hätte spielen müssen, normal hätte kämpfen müssen mit Items, mit die ich zum Beispiel früher auch gehabt hätte, also im alten Isaac, ich glaube, das wäre bei weitem nicht so gut ausgegangen. Oh. Mit dem Schaden, ich sag's mal so, wäre unser Schaden etwas geringer gewesen, nur halb so groß, was auch noch enorm gewesen wäre, glaube ich. Dann hätte das vielleicht schon wieder anders ausgesehen. Das muss man sich vor Augen halten. Isaac ist stark. Wesentlich stärker als früher. Na komm, geht doch. Da gehen wir auch noch mal rein. Aber auch Spaß. Tja. Ich würde mal sagen, wir haben es geschafft. Da haben wir noch Isaac besiegt. Oh, das war's schon. Okay. Ich bin gerade ziemlich glücklich über diesen Run. Der war richtig gut. Hey, hier bleiben. Und der geht gerade mal eine halbe Stunde. Meine Güte, das ging aber viel zu schnell. Speed Isaac. Geheimraum suche ich jetzt aber nicht mehr. Vor allem die Chest-Ebene komme ich, glaube ich, nicht, oder? Kann ich gar nicht. Ich habe das Polaroid ja nicht. Vorausgesetzt, das wurde beibehalten. Wenn sie das auch abgeändert haben, habe ich keine Ahnung, ob ich noch irgendwie die Chest-Ebene kommen könnte. Ich vermute einfach mal nicht. Kiste. Tier ist ab. Lack ab. Bomben. Kisten. Ja, und Bob's Rotten Head. Ja, dich nehme ich jetzt auch noch mit. Warum nicht? Schade, dass der Run schon zu Ende ist. Weil mit dem Laser wäre ich extrem gerne noch ein paar andere Ebenen besuchen gegangen. Aber gut, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Geh auf! So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben Isaac besiegt, wir haben ein No Damage Achievement erhalten, wir haben den Run unter 35 Minuten abgeschlossen. Ich würde mal sagen, das war Speed Isaac vom Feinsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ciao, ciao.